Hallo, herzlich willkommen. Dies ist ein drittes Video über Vectorworks, das ich jetzt in kurzer Zeit produziere, und es geht jetzt hier um den Import einer DWG-Datei. DWG und DXF sind beides AutoCAD-Formate und das DWG ist das eigentliche AutoCAD-Format, DXF ist das Austauschformat. Wie auch immer, normalerweise bekommt man, wenn man ein Projekt bearbeitet, als digitale Grundlage eine Datei in diesem Format und man muss sie dann in der Regel in sein CAD-Programm importieren. Und da gibt es so ein paar Standardprobleme oder Standardsituationen, die dann entstehen. Und ich will Ihnen das mal ganz kurz zeigen, wie das funktioniert. Also normalerweise ist es nicht so, dass man diese Dateien einfach öffnet, sondern man importiert sie in ein offenes Dokument. Ich habe jetzt hier eine Vectorworks-Datei, die ist leer. Es gibt im Moment zwei Klassen, die Bemaßung und keine. Es gibt eine Konstruktionsebene. Und das ist sozusagen der Standard in Vectorworks. Und jetzt läuft das über den Import-Befehl. Dass das Austauschformat sozusagen das Allerwichtigste in der ganzen Welt ist, sieht man daran, dass es hier oben steht. Wenn ich da jetzt draufklicke, darf ich aus mit diesem Fenster zunächst einmal eine Datei auswählen. Und das läuft dann so, dass ich also da draufklicke und dann, ich suche jetzt mal auf meinem Rechner nach einer DWG-Datei. Ich habe da ein besonders hübsches Exemplar für einen Wettbewerb, was sozusagen geradezu typisch ist für eine solche Zeichnung, die man da also in der Regel bekommt. Ja, ich klicke jetzt also mal da drauf und sage Öffnen. Jetzt steht das ja erstmal aufgelistet. Und jetzt geht es weiter. Also wir haben hier sozusagen die Datei ausgewählt. Dann steht hier als nächstes importiere DXF-DWG-Dateien als Ebenen in das aktive Dokument. Das ist wichtig. Oder das ist die naheliegendste Lösung als Ebenen in das aktive Dokument. Es wird also eine neue Ebene wahrscheinlich angelegt, auf der das dann abgelegt wird. Symbole wäre nicht so gut und ein neues Vectorworks-Dokument brauchen wir auch nicht. Externe Referenzen, das bezieht sich auf die AutoCAD-Datei. Das kann sein, dass die externe Referenzen hat. Die sollten dann eingebunden sein, logischerweise. Wir wissen ja gar nicht, was der Zeichner oder die Zeichnerin da produziert hat. Insofern ist Einbinden das Richtige. ADT-Objekte, das ist Architectural Desktop-Objekte, also irgendwelche parametrischen Architekturbauteile aus Architectural Desktop, das als Zusatzprogramm für AutoCAD beteiligt gewesen sein kann, was wir auch nie wissen. Sollen in 2D-Darstellung importiert werden. Also ganz generell ist es so, dass meistens, allermeistens, also ich habe es bisher gar nicht anders erlebt, diese Dateien immer 2D sind. Das sind Planunterlagen, oftmals von städtischen Behörden oder von irgendwelchen Unternehmen, die dann sozusagen ganz, ganz primitiv 2D sind. Primitiv nicht in dem Sinn, dass sie nicht völlig voll werden, aber zumindest sind sie nicht 3D. Also ist 2D jetzt ganz okay. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt, die Einstellung. Und zwar ist das häufigste, sagen wir mal, der häufigste Fehler, der passieren kann, ist, dass der Maßstab nicht stimmt nach dem Import. Und das liegt einfach daran, dass man nicht immer genau weiß, das kann man gar nicht wissen, in welcher Einheit gezeichnet wurde. Und das ist sozusagen, wenn die Einheit, die Zeichnungseinheit der AutoCAD-Datei in Vectorworks als Meter importiert wird, und das war aber gar kein Meter, dann ist es klar, dass es ein anderer Maßstab werden wird. Wir haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, Sets zu erstellen. In diesem Fall gibt es genau das eine Standardset. Und die aktuellen Einstellungen dieses Standardsets kann man hier mal nachschauen. Entschuldigung, da kann man schon sehen, Modellbereich, das ist also der eigentliche Zeichnungsprojektbereich der AutoCAD-Datei, ist im Moment, wird angenommen, dass es in Metern gezeichnet wurde. Nehmen wir das auch mal an. Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, dass es halt in Millimetern oder Zentimetern gezeichnet worden sein kann. Millimeter ist mir schon auch häufiger passiert. Interessanterweise gibt es auch Gigameter, astronomische Einheiten, Lichtjahre und Parsec, was immer das ist. Aber nehmen wir mal an, das ist also eine deutsche Zeichnung eines deutschen Zeichners, deutscher Zeichnerin. Und das ist von einem Architekten gezeichnet worden, der dann also normalerweise in Meter zeichnet. Also lassen wir es mal bei Meter. Ja. So, Einheit aus der DXF-DWG-Datei übernehmen, das kreuzen wir jetzt mal nicht an. Sondern wir vermuten halt, dass es Meter sind. Papierbereich Einheit, das betrifft irgendwelche abgelegten Zeichnungen in AutoCAD, ähnlich wie bei Vectorworks in Ansichtsbereichen oder bei Archicad in Ausschnitten. Das ist also, betrifft sozusagen den Layout-Bereich. Da kümmern wir uns jetzt mal gar nicht drum. Uns interessiert der Modellbereich und der soll im Maßstab 1:1 importiert werden. Ja, wir haben ja vermutet, dass Meter die Zeichnungseinheit sind, dass es 1:1 auch gezeichnet wurde. So wie wir das ja normalerweise immer machen und deswegen ist 1:1 als Import das Richtige. Bitte niemals an Blattgröße anpassen, bitte nicht auf Blattmitte verschieben und auch nicht den Vectorworks Nullpunkt verwenden. Wir wollen einfach die DXF- oder DWG-Datei an dem Koordinatenstandort importieren, in der sie auch gezeichnet wurde. Das hat damit zu tun, dass wenn wir mehrere Pläne sozusagen für ein Projekt importieren müssen, die alle
in AutoCAD an der gleichen Stelle gezeichnet wurden, haben wir nur damit die Möglichkeit, dass sie auch in Vectorworks alle an der gleichen Stelle abgelegt werden. Dass wir sie hinterher vielleicht verschieben zum Vectorworks-Nullpunkt, damit wir nicht so weit außermittig arbeiten, ist was anderes. Aber zunächst einmal der Standard beim Importieren sollte der hier sein. So, Objekte importieren als 3D-Objekte. Da würde ich vorschlagen, das ist also eigentlich egal, denn wie gesagt, ich vermute mal, dass die Zeichnung sowieso komplett 2D ist, was dann sozusagen diese Entscheidung hier vollkommen überflüssig macht. Sollte es mal anders sein, dann muss man sich halt überlegen, was man da nehmen will. In diesem Fall ist es aber jetzt egal. Attribute und Struktur, gucken wir nochmal nach. Wie kann sein, dass hier aktiviertes Linienarten skalieren? Das sollte eigentlich nicht aktiviert sein, warum auch? Wir werden ja diese Linien eh nicht benutzen, sondern wir benutzen die Zeichnung ja nur als Grundlage, um selber zu zeichnen. Also ist es eigentlich alles egal, das ist als Liniendicken die Farben importiert werden. Das soll ja meinetwegen so sein. Alle Linien schwarz einfärben ist verwirrend, würde ich nicht empfehlen. Also deswegen auch da kein Haken. Ist auch in der Voreinstellung nicht aktiviert. Dann nochmal ein wichtiger Punkt, Klassenebenen. Importiere DXF-Layers als Klassen. Sie wissen ja, in Vectorworks sind Klassen dasjenige, was in den meisten anderen CAD-Programmen die Ebenen sind. Also ist es korrekt, dass die DXF-Ebenen oder DWG-Ebenen als Klassen importiert werden. Wir werden dann gleich sehen, dass es davon wahrscheinlich etwas zu viele gibt. Ja? Okay, jetzt klicken wir mal auf OK und probieren es einfach mal aus. Jetzt beginnt das übliche Theater in jedem CAD-Programm. Man darf jetzt hier nochmal alles Mögliche einstellen. Das haben wir aber gerade schon gemacht. Dann kommt sowas hier. Das ist alles jetzt egal. Manchmal will er auch noch irgendwelche Dateien öffnen, das kann man dann übergehen. Also Sie klicken sozusagen auf alles, was die Sache vorantreibt. Denn wie gesagt, Sie werden gleich sehen, Sie können die Zeichnung eigentlich so eins zu eins gar nicht benutzen. Sie benutzen sie eher als Vorlage zum Zeichnen. Okay, jetzt haben wir sie hier drin. Und jetzt geht das los. Jetzt müssen wir so ein bisschen aufräumen. Also zunächst einmal müssen wir einfach mal gucken, ob der Maßstab stimmt. Das ist sozusagen die erste Frage. Also wenn ich jetzt hier mal zum Beispiel diese Linie hier anklicke, dann sehen Sie schon, dass die Koordinaten dieser Linie ziemlich weit draußen liegen. Also es ist wirklich nicht am Nullpunkt. Also das sind irgendwie, so schnell kann ich es jetzt gar nicht sagen, 4 Millionen Meter nach rechts vom Nullpunkt aus. Also wir werden es wahrscheinlich gleich irgendwie verschieben müssen, beziehungsweise ganz zum Schluss, wenn wir das hier so ein bisschen aufgeräumt haben. Aber das nur so mal als erstes, warum auch immer. Ja, man weiß es einfach nicht, nach welchen Kriterien da jeweils gezeichnet wurde. Und dann schauen Sie sich den Plan mal an. Das ist also das typische Durcheinander eines städtischen DXF- oder DWG-Plans. Da ist dann immer alles drin, alle möglichen Leitungen, alle möglichen rätselhaften Fixpunkte und so weiter. Und was wir davon brauchen, sind natürlich die Straßenlinien. Wir brauchen die Gebäudekanten und die Parzellen vielleicht. Also wir brauchen sozusagen also meistens nur einen kleinen Teil davon. Aber jetzt nochmal zum Thema, der Maßstab ist jetzt das Wichtigste. Ich kann jetzt hier mal so eine Linie nehmen, das ist also der Hof dieses Nazi-Gebäudes hier. Und ich klicke jetzt hier auf, oder ich klicke gar nicht, ich gehe auf diesen Endpunkt dieser Linie und das hier sollten so circa 20 Meter sein. Und jetzt drücke ich die Taste G, damit wird hier ein temporärer Nullpunkt gesetzt und ich kann jetzt hier nach rechts gehen und kann dann unten ablesen, da steht X, Doppelpunkt 19,462, das war da. Das kann man jetzt nicht mehr sehen, die Zahl natürlich, weil ich jetzt den Punkt verlassen habe. Aber jetzt sehen Sie es wieder, also das geht 19 Meter und irgendwas nach rechts. Und das heißt, dass diese Zeichnung im richtigen Maßstab importiert worden ist. Denn normalerweise, wie gesagt, in Deutschland oder im Nicht-Inch-Bereich ist es ja so, dass also wahrscheinlich in Millimetern, Metern oder Zentimetern gezeichnet wurde. Das heißt, der Maßstab kann also nur falsch sein in 10er, 100er oder 1000er Verhältnissen. Das heißt, also diese 19 Komma werden wohl stimmen. Ja. Okay, also das ist schon mal das eine. Jetzt habe ich also Glück gehabt. Wenn ich das nicht, wenn das jetzt 1900 wäre zum Beispiel, dann hätte der Original-AutoCAD-Plan offensichtlich die Zeichnungseinheit Zentimeter gehabt oder noch Dollar 19.000. Wenn es Millimeter gewesen, das ist eigentlich so die zweite Möglichkeit, die es in der Regel gibt. Dann würde man das Ganze importieren nochmal wiederholen und würde da bei den Einstellungen die Zeichnungseinheit, da wo Meter stand, eben auf Millimeter stellen. Also da ist so ein bisschen Ausprobieren gefragt, falls es mal nicht sofort beim ersten Mal klappt. Jetzt geht's los, wir müssen wirklich aufräumen. Also es gibt mehrere strategische Möglichkeiten, hier vorzugehen. Wenn ich mal hier auf die Klassen
Darstellung in der Navigatorpalette klicke, dann sehen Sie schon, dass es hier reichlich Klassen gibt. Das ist sogar in diesem Fall noch relativ human, weil die Klassen haben alle richtige Namen. Okay, es gibt Ebene 500, 400 und 300, da geht es schon los, aber es gibt also, kann ich Ihnen sagen, noch dollere Klassenbezeichnungen, die ja aus den früheren Ebenenbezeichnungen stammen, wo Sie überhaupt nicht durchblicken. Also zunächst mal kann man mal so, um sich einen Überblick zu verschaffen, die erste Klasse aktivieren, die Klasse 0, und kann dann die Klassendarstellung, Rechtsklick auf nur aktive zeigen, schalten. Und dann sehen Sie schon, dass diese Klasse 0 scheinbar gar nichts enthält. Und jetzt kann ich mit Command-Steuerung und Command-Oder-Steuerung, also je nachdem Apple oder PC, und den Pfeiltasten links und rechts, am besten nehmen wir jetzt mal die Rechtstaste, mich durch diese Klassen klicken. Ja. Und Sie sehen schon, was da teilweise auf diesen Klassen drauf liegt. Also hier liegen zum Beispiel nur so Höhenangaben. Nur mal so, also das muss man nicht jedes Mal machen, das ist einfach jetzt nur für das Video vielleicht mal ganz illustrativ, dass ich das hier mache. Ich gehe jetzt mal durch diese ganzen Klassen durch, da ist also allerhand Gedöns. Da zum Beispiel sind offensichtlich so ein paar Straßenkanten, die sich da verirrt haben. Böschungen steht da. Ja, okay. So, dann geht es mal weiter. Also ziemlich viele Ebenen oder Klassen, wo gar nichts Besonderes drauf ist. Dann haben wir jetzt hier die Bordunterfahrbahn. Das ist natürlich ganz gut. Das könnte man dann schon mal herauskopieren, wenn man keine Lust hätte, das selber zu zeichnen. Nur die Frage ist, ob das befriedigend ist, denn oftmals sind diese Zeichnungen auch ungenau und schief und Chips und alles Mögliche. Das muss man dann also mal testen. Da gibt es verschiedene Qualitäten. Ja, warum jetzt hier keine Verbindungslinie ist, ist auch nicht ganz klar. Dann ist es auch gerne so ein bisschen primitiv gezeichnet, also keine echten Kurven und so weiter. Das ist ein bisschen, also mich packt in der Regel der Ehrgeiz, das alles nochmal selbst zu zeichnen. Das hat auch so eine beruhigende Komponente, so ein paar Sachen nachzuzeichnen. Da muss man ja nicht viel nachdenken. Also für mir ist das ehrlich gesagt lieber, dann weiß ich wenigstens, was ich habe, was hier für ein Durcheinander von Polylinien, Linien und Kurven und NURBS und was weiß ich nicht alles liegt. Das weiß ich ja gar nicht. Also habe ich es in der Regel ganz gerne selber gezeichnet. Aber trotzdem, Sie könnten es jetzt rauskopieren, in eine neue Klasse legen und so weiter. Ich mache mal weiter. Also hier gibt es jetzt sehr technisch. Dann gibt es hier die Leitung. Nochmal irgendwas. Also die meisten Klassen sind völlig unnütz. Hier gibt es Parzellengrenzen. Das ist auch wieder sehr praktisch. Kann man benutzen. Die Gebäudeumrisse, auch gut. Kann man dann vielleicht sogar füllen mit Schraffuren später, je nachdem, wofür man diesen Plan jetzt genau braucht. Geht natürlich auch nur, wenn es keine Löcher gibt, was aber auch wiederum passieren kann. Also Sie sehen schon, diese Klassen enthalten alles Mögliche, was man zum Teil auch gar nicht braucht. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kopiert sich die interessantesten Teile heraus. Das würde man dann so machen. Also die Bordunterkanten zum Beispiel. Ich aktiviere das nochmal eben. Ich würde die alle aktivieren und über die Infopalette in eine neue Klasse legen. Die Klasse gäbe es jetzt hier noch gar nicht. Die würde ich mir vorher selbst anlegen. Und würde das zum Beispiel Straßenkanten nennen oder so. So, und dann könnte man sozusagen über dieses Menü hier da eine neue Klasse zuweisen. Und schon wäre diese Gruppe von Linien aus dieser AutoCAD-Klassensituation rausgelöst und für mich sozusagen verfügbar. Gut, was ich jetzt aber mache, ich mache das ganz anders. Und das hatte ich auch gestern in der Lehrveranstaltung gezeigt. Ich würde ganz gerne zeigen, ausrichten und bearbeiten. Zunächst einmal, das ist jetzt ganz wichtig, auswählen und dann lege ich mir unter Extras Organisation eine neue Klasse an. Hier sieht man schon das ganze Drama. Und ich lege einfach eine neue an. Die nenne ich DWG. Ja, damit ist also klar, das ist mein Original DWG, was ich als Grundlage benutze zum Zeichnen. Nach dem Anlegen bearbeiten, das mache ich jetzt mal nicht. Leg die einfach an, da ist sie. Okay, dann wähle ich alles aus, Steuerung A, Command A beim Apple. Und habe hier oben 19.257 Objekte, Klasse Plotboxen. Und jetzt suche ich mir meine DWG-Klasse aus. Da kommt es jetzt rein. Soll die Klasse auch allen Unterobjekten und nicht nur der Gruppe selbst zugewiesen? Ja, natürlich. Also alles, was geht. So, und jetzt gucke ich mal, dass ich alle Klassen lösche, die ich nicht brauche. Ich mache das am besten, weil das jetzt im Video am besten zu sehen ist, über das große Fenster. Ich wähle alles aus. Dazu muss ich einmal das oben aktivieren, dann da unten mit gedrückter Shift-Taste und dann noch einmal mit gedrückter Steuerungs- oder Command-Taste
die DWG-Klasse deaktivieren. Und die Klasse Keine und Bemaßung, die bleibt auch erhalten, weil das sind meine Standard Vectorworks-Klassen, die möchte ich also auch nicht verlieren. KKK, Keine. So. Und die anderen werden halt gelöscht. Alle Objekte löschen. So. Das dauert jetzt ein bisschen. Eine größere Veranstaltung. Okay. So, ist noch alles da. Jetzt ist alles in der Klasse DWG. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich lege mir noch eine neue Klasse an. Zunächst mal zum Loslegen. Die nenne ich Entwurf. Also da geht es jetzt sozusagen, da betreten wir jetzt das Terrain, wie Sie eigentlich arbeiten wollen. Sie zeichnen ja Ihren eigenen Entwurf in irgendwelchen Klassen, vielleicht zunächst mal in einer, bevor Sie anfangen aufzuräumen. Deswegen habe ich jetzt mal einfach eine Klasse angelegt. Ich will nicht in der Klasse Keine arbeiten, auch nicht in der Klasse Bemaßung, sondern ich will in irgendeiner eigenen Klasse zeichnen, die ich mir selber angelegt habe. Und jetzt habe ich mal so stellvertretend für alle möglichen denkbaren Klassen habe ich eine angelegt, die Entwurf heißt. Wie gesagt, das ist ein anderes Thema, wie Sie Ihre Klassen sortieren und strukturieren und Ihre Zeichnungselemente da verteilen. Wichtig ist jetzt, dass Sie also in der Entwurfsklasse auch arbeiten. Das heißt, das Häkchen muss dann da sein und die anderen Klassen, vor allen Dingen auch diese DWG-Klasse, werden grau und ausgerichtet gezeigt. Das heißt, ich kann jetzt sozusagen mich an dieser Zeichnung ausrichten. Ich kann also zum Beispiel jetzt die Straße nachzeichnen oder das Gebäude nachzeichnen oder was auch immer. Und trotzdem ist diese Klasse aber für mich unberührbar und die nervt mich jetzt auch nicht weiter. Ich kann sie auch mal ausblenden. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf das Ding da klicke, dann ist sie sogar ausgeblendet. Also logischerweise muss man das dann auch irgendwann mal machen. Also je nachdem, wie man diese Originalzeichnung benutzen will. Ein paar Teile kann man vielleicht übernehmen. Das hätte man dann vorher machen müssen, bevor man die Klassen alle gelöscht hat, weil jetzt ist es natürlich schwieriger, die auszuwählen. Oder man benutzt es einfach nur als Grundlage zum Zeichnen. Erstens, wir haben die Klassen aufgeräumt. Jetzt gibt es noch was Zweites, was wir aufräumen müssen. Und das ist nämlich hier das Problem, dass eine neue Konstruktionsebene angelegt wurde. Und da würde ich jetzt vorschlagen, also wir haben jetzt, wenn wir 3D arbeiten, natürlich die Ebenen als Möglichkeit, uns Geschosshöhen anzulegen. Ja, und dann wollen wir natürlich nicht, dass auch noch so eine Ebene hier existiert, wo so eine, nur für diese DXF-Datei. Wir legen die also logischerweise, dazu muss ich die mal kurz aktivieren, legen wir diesen ganzen Krempel auf eine, auf die Konstruktionsebene. Ebene steht jetzt hier noch diese neue Ebene, die durch den Import entstanden ist, und ich lege es jetzt einfach auf die Konstruktionsebene. Ja. Dauert auch ein bisschen. Ich kann das Ganze auch, jetzt muss ich die auch einblenden, ich kann das Ganze auch gruppieren. Na, hier ist es. Ist ja merkwürdig. Ah, das kann jetzt daran liegen, dass wir für diese Ebene eine andere Zoom-Stufe haben. Ganze Zeichnung. So, da ist es wieder. Ja, beziehungsweise einen anderen Ausschnitt. Das ist ja ebenenweise, kann das ja verschieden sein. Und das war jetzt auch das Problem, dass meine Konstruktionsebene einen anderen Ausschnitt zeigt als die AutoCAD-Ebene. Ich kann das Ganze jetzt auch noch kopieren übrigens. Das läuft dann mit Rechtsklick. Nein, tut es nicht. Da müssen wir dann gucken, wo das geht. Bearbeiten, kopieren, kopieren. Wo war es gleich? Ändern. Ach, in jedem Programm ein bisschen anders. Da, Gruppen, kopieren, Steuerung oder Command G. Und damit ist das Ganze dann nochmal zusätzlich fixiert. Das ist jetzt nicht unbedingt nötig. Ich kann jetzt übrigens dann diese Ebene löschen. Konstruktionsebene, diese hier, wird jetzt rausgeschmissen. Ich möchte eine ganz einfache Ebenenstruktur haben später, wo ich meine Geschosshöhen und meine Z-Höhen sozusagen selber bestimmen kann und diese Importzeichnung muss jetzt nicht auf einer eigenen Ebene liegen. Okay. So, jetzt wie gesagt, könnte ich jetzt loslegen mit dem Zeichnen. Es gibt noch ein drittes, was man ein bisschen aufräumen sollte. Das kommt dann darauf an, wie das in der AutoCAD-Datei angelegt wurde, und zwar in der Zubehörpalette. Jetzt haben wir das Glück in diesem Fall, dass ich mache das mal ein bisschen größer, dass die, sagen wir mal, konfigurierten Zeichnungselemente, die in der AutoCAD-Datei drin waren, werden also unter Umständen als Zubehör in der
in der Vectorworks-Datei angelegt. Das kann dann also mehr oder weniger konfus sein. Hier geht das Ganze noch. Jetzt habe ich hier Symbole, Objekte und da liegen all die Sachen drin. Und das ist auch gut so, weil jetzt könnte ich sozusagen neuen Zubehör anlegen und der würde mit dem nicht in die Quere kommen. Sie sehen, dass Sie hier sozusagen beim gesamten Zubehör genau diesen Ordner hier haben und da ist dann das alles drin. Falls Sie das mal nicht haben, falls sich der Zubehör oder die Elemente, die aus Ihrer Importdatei kommen, hier wie wild breit machen in der Zubehörpalette und Sie wirklich den Überblick nicht haben, dann machen Sie Folgendes, klicken Sie doppelt hier rein, sodass Sie ein Zubehör anlegen können. Und einer der möglichen Zubehöre, die es da gibt, ist ein sogenannter Bibliotheksordner. Das heißt, wir können hier also Ordnung schaffen, indem wir da so einen Ordner anlegen. Den nennen wir dann vielleicht DWG. Und was? Hier wird bereits verwendet. Wieso wird der denn bereits verwendet? Ja gut, also ich habe das eben schon mal gemacht in einer anderen Datei. Vielleicht gibt es hier gerade eine Verwirrung. Jetzt nennen wir ihn halt anders. Bibliotheksordner Original. Okay, so, und jetzt kann ich all diese Objekte hier auswählen. Rechtsklick, verschieben. So läuft das dann und kann das in diesen Ordner reinlegen. Okay. Und jetzt liegt das alles in diesem Ordner Original, der wiederum ein Unterordner meines gesamten Zubehörs ist. Ja? Gut, dann haben Sie also auch Ordnung in der Zubehörpalette geschaffen und dann ist das Thema auch erledigt. So. So geht es jetzt also mit dem Import einer DXF-Datei. Wie gesagt, das ist eigentlich ein Standardverfahren, weil wir natürlich ganz häufig bei Wettbewerben und anderen Projekten solche Dateien zur Verfügung gestellt bekommen. Sie werden auch merken, dass wenn Sie in der Hochschule zum Beispiel für Projekte Planunterlagen suchen, dass die in der Regel als DXF- oder DWG-Pläne irgendwo herumliegen. Der Vorteil ist natürlich klar, Sie haben richtige Vektorzeichnungen, Sie können sich an richtigen, an echten, exakten Punkten ausrichten, nicht irgendwelche eingescannten Lagerpläne, wo Sie dann das mit mühevoll genau nachzeichnen müssen, sondern Sie haben die Möglichkeit, exakt digital zu arbeiten, was man ja eigentlich will. Der Nachteil ist, dass es in der Regel recht unübersichtlich ist und dass man sozusagen erstmal ein bisschen Ordnung schaffen muss. Das war's, DXF-DWG-Import. Hauptproblem der Maßstab. Achten Sie darauf, dass Sie das immer regelmäßig kontrollieren und dass Sie jetzt auch wissen, wo diese Stellschrauben sind, um das eventuell zu beheben, falls es falsch gelaufen sein sollte. Gut. Dann weiterhin viel Spaß mit Vectorworks. Das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal.